Wir wollen als nächstes über unseren WM-Kader sprechen. Wir haben ja die besondere Situation, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr im Winter stattfindet. Toni Kroos und Felix Kroos werden beide nicht im Kader stehen. Und Maximilian Wittek vielleicht. Das werden wir gleich sehen. Darüber reden wir als nächstes. Die WM steht vor der Tür und in den nächsten Tagen findet mit der Nations League der letzte Härtetest vor dem Turnier statt. Welche 26 Spieler bilden den Kader? Wer wird überraschend nominiert und wird Hansi Flick den Erwartungen gerecht? Jetzt bei Ed Broski. Ja, schaut ihn euch an. Das Ding gilt es dieses Jahr im Winter zu holen. Weltmeisterschaft in Katar. Marlon, hast du Bock drauf? Nee. Überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, ganz, ganz ehrlich, ich meine, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ich will Weltmeister werden. Ja, ist mit Sicherheit cool, Weltmeister zu werden, aber unter den Umständen, in dem Land, bei den Geschichten, die man gehört hat, wie viele Arbeiter gestorben sind bei Stadion, Umbauten oder Bauten, freue ich mich irgendwie nicht drauf. Dann auch noch im Winter. Ich kenne Weltmeisterschaften nur im Sommer. Diesen Sommer-Vibe bei einer WM, alle draußen Rudel gucken, das finde ich geil. Und im Winter da irgendwie mit einem Glühwein schön mit Mutti auf der Couch zu sitzen und WM zu gucken, ich weiß nicht. Also wuppt mich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Felix, wie ist es bei dir? Ich glaube, über den Ort brauchen wir nicht diskutieren, dass das alles falsch gelaufen ist. Was hätte falsch laufen können, ist klar. Ich finde es aber mal ganz spannend eigentlich, dass es zu diesem Zeitpunkt ist. Das ist mal was Neues. Wir sind alle mal sehr, du sagst immer, fußballromantisch oder das bin ich auch gerne, aber ich finde, da finde ich es mal ganz spannend zu sehen, wie die Mannschaften sich darauf einstellen. Ich glaube, wir haben keinen richtigen Favorit bei der WM, aber diejenigen, die vielleicht auch das schaffen, zu dem Zeitpunkt, zu dem ungewöhnlichen Zeitpunkt, sich darauf gut einzustellen, da bereit zu sein und ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich glaube, du wirst die Spieler auch schauen. Ich glaube, viele sagen, nee, das schaue ich dann nicht. Schauen am Ende dann trotzdem, weil es einfach interessant ist. Und sind wir mal ehrlich, was schauen wir sonst im November? Nicht wirklich was. Darts-WM? Das ist im Dezember. Dezember. Ne? Naja. Ja. Das natürlich auch, ganz klar. Aber am Ende werden trotzdem wieder viele einschalten und das schauen. Die Diskussion über Katar wurde jetzt auch oft genug geführt und wird auch in Zukunft noch oft genug geführt. Glaube ich, da sollte es auch keine zwei Meinungen geben, aber anschauen werde ich es mir trotzdem. Aber in Köln wird das schwierig, weil ich habe von so vielen Wirten schon gehört, dass sie das in ihrer Kneipe nicht zeigen werden, weil sie das boykottieren. Also, ehrlich jetzt? Ist das so? Ja, gerade in Köln. Also ich habe gerade in Köln von vielen Wirten gehört, dass sie es nicht zeigen wollen. Das finde ich krass. Aber klar, gucken auf jeden Fall, nur halt anders. Aber ob das am Ende dann wirklich so ist? Geld verdienen wollen sie alle, ne? Ja, und irgendwie, also es ist natürlich so eine zwiespältige Geschichte. Einerseits, klar, kann man jeden verstehen, der sagt, nee, mit der WM kann ich mich wirklich gar nicht identifizieren. Andererseits, wir sind alle fußballbekloppt und der Ligenbetrieb ist eingestellt, es läuft eine Weltmeisterschaft, ist eigentlich alles angerichtet. Die Umstände, ja, ich muss sagen, ich sehe mich auch noch nicht irgendwie mit einer Mütze in meinem Garten die Weltmeisterschaft gucken. Kenne ich eigentlich auch anders. Mache ich auch lieber bei Grillabenden, aber... Na gut. Aber klar ist auch, wenn du dann im Viertelfinale plötzlich 3-0 gegen England gewinnst, dann hast du auch Bock und willst Weltmeister werden. Also so wird es dann wahrscheinlich laufen, wie du gesagt hast, am Ende. Ist denn bei euch schon WM-Stimmung? So lahe, habt ihr schon so eine gewisse Vorfreude? Du, wir haben gerade das Derby gewonnen, da denke ich noch nicht an die WM. Ja, komm. Die Derby-Sieger. Jana? Ich habe da überhaupt kein Gefühl für diese WM in diesem Jahr. Also ich merke es am Spielplan jetzt, weil die Champions-League-Gruppenphase... in einem krassen Tempo durchgezogen wird, dann denke ich immer, mein Gott, was ist denn los? Englische Woche auf englische Woche. Dann denke ich immer, ja stimmt, Weltmeisterschaft. Ich habe überhaupt, also ich bin gar nicht so in dieser WM-Stimmung, aber ich bin komplett bei Felix. Das wird kommen. Also sobald es losgeht, jetzt ist Länderspielpause, jetzt kann man sich schon mal so ein bisschen drauf einstellen, sich nochmal thematisch damit beschäftigen. Und wenn es einmal losgegangen ist, glaube ich, haben wir alle wieder nur ein Thema. Dann lass bis zum Anpfiff der Darts-WM natürlich, muss ich nochmal fallen lassen. Wird die auch angepfiffen? Bei mir pfeife alles an. Lass uns doch ganz gerne einmal auf den Kader schauen, den Hansi Flick jetzt nominiert hat für die Nations League-Spiele. Geht ja gegen Ungarn und gegen England. Beide Ergebnisse zuvor 1-1 ausgegangen. Was ist für euch vielleicht die größte Überraschung? Amel Bella-Kotschap kommt von Bochum, hat den Schritt in die Premier League gewagt. Vielleicht der Spieler, der am überraschendsten ist? Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, Hansi will sich den mal angucken, wie der so funktioniert.
vielleicht ihm auch mal die Möglichkeit geben, mal zu spielen in dem Kader. Hat mich sehr überrascht, hätte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ansonsten, Julian Brandt überrascht mich nach wie vor, ist auf einem guten Weg jetzt bei Borussia Dortmund, aber ich bin ehrlich, war nie ein großer Fan, weil mir seine Mentalität nicht gefallen hat, aber vielleicht kitzelt Hansi die jetzt auch nochmal aus. Als Dortmunder nimmst du das Wort Mentalität in den Mund, das ist aber auch mutig. Ich entschuldige mich. Ja. Jana, wie siehst du es? Wär's deine Überraschung? Ja, ich glaube, Armin Wäldakotschap ist, ich glaube, mit dem haben jetzt wirklich die wenigsten gerechnet. Ich weiß nicht, wie viel Bedeutung man jetzt dem Kader jetzt einräumen kann, den Hansi Flick da jetzt nochmal final testet. Also, dass er jetzt zum Beispiel einen Mats Hummels nicht mehr testet, ist auch klar, weil jeder weiß, was man von Mats Hummels gerade bekommt. So, den muss, glaube ich, keiner mehr ausprobieren in der Nationalmannschaft. Am Ende des Tages würde er sich, glaube ich, in der aktuellen Form trotzdem dann für Mats Hummels und nicht für Armin Wäldakotschap entscheiden. Und das auch meiner Meinung nach völlig zu Recht. Er hat ja gesagt, er geht nach dem Leistungsprinzip und ich glaube, das meint er auch so. Von daher lasse ich mich jetzt gerne überraschen von den Spielen gegen Ungarn und England, aber ich glaube, der finale Kader wird definitiv nochmal anders aussehen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, vor der WM ist ja jetzt nicht dieses klassische Trainingslager, Vorbereitungszeit. Das ist natürlich durch die WM eben im Winter, durch die ganzen Umstände, fällt das ja ein bisschen weg. Vielleicht wird dann doch jetzt schon ein bisschen geschaut, was sich dann so am Ende in die Startelf einschleichen wird. Oder sagst du, Wäldakotschap ist jetzt wirklich nur, will er sich mal angucken, will er mal schauen, was der auf dem Kasten hat? Nee, also eine Spaßveranstaltung ist das mit Sicherheit jetzt für Hansi Flick nicht. Der wird das schon mit ernsten Hintergedanken angehen. Vor allem, weil du brauchst ja auch einen gewissen Pool an Leuten, an Spielern, auf die du zurückgreifen kannst, wenn jetzt nochmal was mit Verletzungen passiert. Ich meine, der Spielplan ist so eng getaktet, das Risiko, dass sich einer von den Leuten, die du gerne mitnehmen möchtest, dann nochmal verletzt, siehe Marco Reus, toi, 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 dass er es noch schafft, rechtzeitig bis zur WM, ist natürlich da. Und da braucht dann Hansi Flick auch dann eine Alternative auf jeder Position, wo er sagen kann, gut, den nominiere ich dann, den nehme ich mit und den muss er vorher ausprobiert haben. Trotzdem, glaube ich, ist das jetzt nicht, oder das wäre jetzt, glaube ich, ist der Grund, warum er jetzt einen Mats Hummels gerade nicht mitnimmt, weil er natürlich den nicht testen muss oder ausprobieren muss in seiner Mannschaft. Jetzt hätten wir einen Spieler eigentlich hier gehabt, der sich verletzt hat, Niklas Füllkrug, Thema für die Nationalmannschaft. Ja, aktuell. Haben wir gar nicht aufgezählt eben. Fülle, ja klar. Wäre für euch ein Thema für die Nationalmannschaft, so als anderer Spielertyp? Ja, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren nach Miro Klose immer irgendwie nach einem echten Stürmer gesehnt. Und Niklas Füllkrug ist mal wieder so einer, finde ich, der ja mal einen anderen Flow irgendwie reinbringt. Ne? Eine andere Spielidee nochmal vielleicht. Also ich finde ihn sehr interessant. In der Bundesliga, die 5 Tore sprechen für sich. Ich glaube, er wird noch einige mehr schießen. Also why not? Aber geht er auch ohne Duxch? Ich glaube, die funktionieren nur zusammen, oder? Habt ihr die Doku gesehen, die Werder-Doku? Ja, nur zum Teil. Ich habe mir die tatsächlich aus Vorbereitungsgründen angeschaut. Ist ja eine absolute Hassliebe, ne? Bei den beiden, Duxch und Füllkrug. Die hässlichen Vögel. Ja, es ist echt lustig. Also die keifen sich richtig häufig auch an, aber irgendwie scheint es ein Topf und ein Deckel zu sein. Ja. Vielleicht muss man die dann beide vorne reinstellen. Ja. Muss man dann schauen, ob wir da Platz für haben. Thema Weltmeisterschaft. Ganz kurz. Wohin geht's? Ja, als Deutschland willst du immer Weltmeister werden, glaube ich. Also der Kader ist definitiv gut genug, aber ich glaube auch, so einen richtigen Favoriten jetzt bei der WM im Vorfeld schon irgendwie herauszukristallisieren, sehe ich echt schwierig. Die Engländer haben eine total interessante Mannschaft, haben sie ja letztes Mal auch schon beim letzten großen Turnier unter Beweis gestellt, haben da gute Möglichkeiten. Mit Frankreich ist immer zu rechnen, also da gibt es schon viele Hürden, aber Deutschland ist eine Turniermannschaft und deswegen glaube ich schon, dass wir da durchaus weit kommen können. Also Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ey, am Sonntagmorgen muss man für sowas zahlen. Ja, aber da sind wir ja Gott sei Dank gerade nicht, deswegen habe ich das ja rausgehauen. Also. Wir kopieren ein paar Sachen, aber das haben wir nicht kopiert. Felix, wo geht's hin? Was glaubst du, gibt es einen klaren Favorit? Nee, den gibt es nicht und auf Deutschland bezogen muss ich auch sagen, da kann alles passieren. Von Vorrunden aus bis Finale, bis WM-Sieg ist da irgendwie alles drin. Das ist echt mega schwer einzuschätzen. Das ist auch davon abhängig, wie mit der Situation umgegangen wird, ohne große Vorbereitung. Wer kann sich da am schnellsten drauf einstellen, auf die Bedingungen? Und es war ja mal vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten auch das Thema, soll der Bayern-Block spielen? Sollen die aktuell spielen? Weiß ich nicht in der Form. Deswegen, es wird sich zeigen, jetzt zu dem Zeitpunkt, welche Mannschaft da in Topform ist. Und zum WM-Sieg gehört dann auch mal noch ein bisschen Glück dazu. Das kann man auch nicht voraussehen. Aber ich finde, die Spanne ist da sehr groß. Es kann von, wie gesagt, von Gruppen aus bis zum
Finale alles, ist da irgendwie alles machbar oder denkbar. Lass uns gerne noch eine Brücke schlagen von der WM zum Ligaspielbetrieb. Glaubt ihr, die WM wird auch einen Einfluss auf zum Beispiel die Bundesliga haben? Weil Bayern München wird ja logischerweise dann sehr wahrscheinlich die meisten Nationalspiele abstellen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Faktor ist. Alleine jetzt, es ist ja auch so ein Wort, was man eigentlich ungern benutzt, aber Belastungssteuerung. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist für die Spieler. Die sagen zwar immer, ihr spielt lieber, als dass ihr trainiert, das glaube ich euch auch, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, was die Belastung angeht, schon ein enormes Pensum, was die Spieler da gerade abspulen. Dann noch eine Weltmeisterschaft in einem komplett anderen Klima. Ich meine, wir sind es gewohnt, dass es irgendwie 0 Grad und regnet an Weihnachten. Jetzt stehst du da bei, weiß ich nicht, 30 Temperaturen weit über 30 Grad und musst irgendwie Top-Leistungen abrufen, wirst hier wieder reingeworfen, zurück in Schnee. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht einfach ist. Ich glaube, Jürgen Klopp trifft das Ganze immer ganz gut. Der vergleicht das immer so ein bisschen mit der NFL. Die haben ja dann auch mal einen Block von 3-4 Monaten, wo die sich wirklich erholen können. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Einfluss haben wird. Ich meine auch, hoffentlich verletzt sich natürlich niemand, aber es kann natürlich auch passieren. Und natürlich kann es Mannschaften treffen, die extrem viele Nationalspieler abstellen. Das kann natürlich einen großen Einfluss nehmen. Und das, was du gesagt hast, ist natürlich auch so eine Sache. Du bist in einem ganz anderen Land, anderes Klima. Die Stadien werden mit einer Klimaanlage runtergekühlt, damit man überhaupt spielen kann. Und zu Hause sitzt er eigentlich bei 0 Grad wahrscheinlich. Das sind alles Dinge, die Einfluss haben werden. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was ja, nach der WM dann in den verschiedenen Ligen passiert. Punkt für Union Berlin, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler die abstellen an andere nationalen Mannschaften. Es werden nicht so viele sein wie bei einigen anderen auf jeden Fall. Aber auch da ist es wieder, da werden wir alle dazulernen und auch die Verantwortlichen werden dazulernen, weil es eine komplett neue Situation ist. Und da kann man vorher vielleicht gar nicht sagen, was da die beste Lösung ist. Auch Thema Belastungssteuerung, das wird sich zeigen. Da werden alle neue Erfahrungen machen und dann ja, kann das auch Einfluss auf die Liga haben. Aber den Meister habe ich ja trotzdem schon benannt. Von daher, da wird sich nichts ändern. Gibt es da noch keine Studie dazu? Ja. Die müssen wir aufstellen jetzt.